Und willkommen zurück, Ballunder. Das wird noch eine richtige Markuska-Woche hier. So, wir haben immer noch dieses Rätsel hier zu knacken. Von dem mir jetzt etwas eingefallen ist, wie der ganz einfach ist. Einfach den hier weg. Jetzt kann man den ganz einfach nach oben spazieren. Ich das vorher nur gewusst. Hätte ich das nur vorher gemacht, dann hätte ich das schon im letzten Part geschafft. Hätte ich diesen Schlüssel auch schon im letzten Part bekommen. Naja. Na, wie ich schon im letzten Video sagte. Man weiß ja, was man über hätte sagen kann. So, und weg. So, jetzt wäre noch etwas Energie nicht schlecht. Ja, das finde ich doch super. Schlüssel ist benutzt worden. Können wir hier rein? Muss ich die unbedingt killen? Ja, ich muss sie. Dann aufpassen, dass mich diese Kakerlaken nicht treffen. Dürfte man schon fast am Ende sein. Naja, krieg ich noch ein bisschen Energie. Ich habe bis dahin nicht darauf geachtet, wie viel die mir abziehen. Wie viel die mir abziehen? Was ich jetzt wirklich nicht. Muss ich jetzt auch nicht wissen. Stirb. Jetzt wär's nicht schlecht, wenn ihr mir noch ein bisschen schön Energie geben könntet. So. Eine Fackel nehme ich jetzt noch mit, der Spaß. Geronimo! It's boss time. Definitiv boss time. Ach, dieses ekelhafte Insekt. Nein, 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 nein. Das da muss weg, das da muss weg. Hieraus kommen so kleine Bienen. Und die würden... Und die tun wirklich nicht sehr gut. Also zumindest so etwas in der Art wie Bienen. Danke. Attacke. Ach, komm schon. Verdammt, der gleich kriegt er weg. So, danke. Ja, krieg wieder deine Eisenrüstung. Da kann ich dich dann nicht beletzen. Ich sehe schon, obwohl der leicht wird, wird er mir einige Probleme bringen. Komm, jetzt bleib mal stehen. Danke. So, komm, 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 komm. Bleib stehen. Danke. Eie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 
Gut, dass er sich bisher noch nicht, dass er bisher seine Rüstung noch nicht wieder regeneriert hat. Ich habe noch ein bisschen Zeit, ihn gut zu damagen. Bam! Jetzt habe ich noch Zeit, diese hier ein bisschen kaputt zu machen. Vielleicht kriege ich dann noch einen Leben. Danke. Ah, da sieht man diese komischen Kerl. Bam! Weg. Fertig. Der Leichenwurm wurde besiegt. Bin ich froh, dass ich diesen Dungeon jetzt hinter mir habe. Auch nicht gerade einer meiner Favorit-Dungeons. Ich bin gespannt, wie es geschichtlich weitergeht. Ich weiß gerade wirklich echt nicht, wie es weitergeht. Ja, du bist wahrlich der Erlöser. Du wirst schon wieder einer dieser sieben Weisen, oder? Ja, es ist wieder einer. Ich bin Uma, Königin des Lebens und des Todes. Warum kann man sehen, was für ein Geschlecht das ist? Das sieht so aus, als hättest du einen Bart. Und einer der sieben Wächter. Die Murk haben das Wappen bereits gestohlen. Mein Diener hat dich aus Versehen angegriffen. Ja klar, so ein riesiges Vieh greift mich aus Versehen an. Und wie bitte sind diese Murk hier schon reingekommen? Bitte entschuldige, wir wollten dir nichts tun. Das kann jeder sagen. Geh nun, Erlöser, hol das Wappen und zerstöre Melsas. Du bist die letzte Hoffnung für dieses Land. Ohne dich wird die Menschheit aussterben. Der eine sagt, ich soll vorsichtig sein, dass ich die Realität vernichten kann. Die sagt, ich soll es ganz besonders tun. Die sollten sich langsam mal entscheiden. Windschriftrolle. In diesem Ort versammeln sich die verlorenen Seelen, um auf die Ewigkeit zu warten. Kein Ort für die Leben. Ich werde dich zu ihnen zurückbringen. Auf Wiedersehen, Erlöser. Danke. Hoffentlich ist während meiner Abwesenheit im Dorf nichts Schlimmes passiert. Ah, super. Ich wurde gleich hier gebracht. Hallo, Andrunda. Seit wann bist du zurück? Das könnte dich interessieren. Maya hat mir etwas erzählt. Sie meinte, sie weiß, warum die Dorfbewohner diese Albträume haben. Ronan hat statt der Göttern eine dunkle Macht angebetet. Eine dunkle Macht? Wenn das stimmt, dann sind wir in großer Gefahr. Wir müssen der Sache auf den Grund gehen, Alundra. Wir treffen uns an der heiligen Stätte. Wir müssen unbedingt mit Ronan darüber reden. Ha! Geht's doch endlich mal geschichtlich weiter. Das finde ich doch mal gut. Vielleicht erfahren wir dann auch endlich mal, wen Ronan anbetet. Was hast du zu sagen? Ronan, hast du den in einem Dämon gebetet? Ich glaub ja viel an Ronan, aber das, nein, das kann ich nicht, das will ich einfach nicht. Wenn Ronan nicht gleich zu Melsas, was hast du? Sibyl, hey, dich habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Du solltest meinen letzten Traum sehen, Alundra. Nein, warte, du solltest ihn fühlen. Nimm meine Hand, Alundra. Ich glaube, nach diesem Traum kann ich auch schon bald wieder einen Schnitt machen. Wo bin ich da? Du musst Jess bitten. Nein, du musst von Jess verlangen, dass er ein neues Schwert macht. Ich möchte nicht sterben, Alundra. Ich will leben, am liebsten ewig. Aber das Böse zu besiegen ist viel wichtiger als Leben für mich. Lutas? Will Lutas sich opfern? Das ist das heilige Schwert. Ich habe angefangen daran zu arbeiten, kurz nachdem Lutas gestorben ist. Lutas stirbt auch? Mit dieser Waffe, Lundra, kannst du uns den Frieden zurückbringen. Dann ist Lutas nicht vergebens gestorben. Ich bin vorsichtig, was der Zeit angelangt, deswegen mache ich jetzt schon einen Schnitt. Also, bis gleich!